Zeitweise hoffnungslos hat es für unseren Gast ausgesehen, der nachher auf dem Sofa Platz nimmt. Der bekannte Schweizer Autor Arthur Honegger über seine schwere Kindheit und über seine Jugend als Verdingkind am willkürlichen Gängelband von Vormund und Behörden gibt es Bücher und sogar einen Film. Der heute 90-jährige Journalist ist heute bei uns. Das ist 60 Minuten. Für ein ganzes Leben wahrscheinlich doch eher ein bisschen zu kurz. Er hat ein bewegtes Leben gehabt, der heute 90-jährige Arthur Honegger, als Säugling im Tempelacker St. Gallen abgegeben. Hat er von dort eine unbeschreibliche Odyssee durch Institutionen, Heim, Erziehungsanstalten und Berufe erlebt. Armut, Schläge, ein Verdingkind, stigmatisiert bis ins Erwachsenenleben. Bekannt worden ist Arthur Honegger später als Journalist, unter anderem im Blick, aber auch als Politiker, Autor und Kolumnist. Guten Abend, Herr Honegger. Schön, guten Abend. Sind Sie da? Sie sind schon ewig lang, kann man fast sagen, im Toggenburg, die haben in Krummenau, gell? Ja, wir sind jetzt seit 1977 in Krummenau. Uns gefällt sehr gut dort. Und wir leben eigentlich sehr bescheiden und schön dort oben. Und ich bin jetzt, wie Sie schon gesagt haben, ein alter Mann geworden. Aber ich freue mich des Lebens. Ich arbeite immer noch, ich schreibe immer noch. Ich habe wieder ein neues Buch in Arbeit. Ich habe über den Winter bis im März habe ich ein Libretto geschrieben für eine Oper. Und das liegt jetzt beim Komponisten. Jetzt ist er am Schaffen. Freue mich, wenn dann das einmal eine Premiere hat. Das Thema Verdingkind ist ja in der letzten Zeit gerade wieder aktuell geworden mit dem Fall Fischingen. Ich bin sicher, Sie haben das sicher auch mitverfolgt. Heute haben wir in den Nachrichten gehabt, dass wir dort gerne möchten Plaketten anbringen, um an das zu erinnern, was dort mit dem Kind dort mal gemacht worden ist. Wie finden Sie das? Lange da? Ist das eine Genugtuung? Würde Ihnen das helfen bei all den Institutionen, wo Sie haben müssen darunter leiden seinerzeit auch? Also, ich finde das schön, wenn man da eine Plakette anbringt und an das erinnert. Wir haben ja lange an diesem Thema geschafft auch. Wir haben vor etwa 10, 12 Jahren, vielleicht so ein bisschen länger, habe ich auch mit der Publizistin Lotti Wohlwend von Rickenbach habe ich lange zusammengeschafft in dem Thema. Wir haben da einiges fertiggebracht. Frau Wohlwend hat dann einen Film gemacht über mich. Und das war eine gute Zeit gewesen. Und ich hatte hier einfach auch Bedürfnis gehabt, wie schon mal 30 Jahre vorher, das Thema mal irgendwie wieder einmal zu bringen und mal daran zu erinnern. Und wenn jetzt alle darüber schreiben und darüber reden, und bei Ihnen ist das auch schon lange her, was macht das in Ihnen? Dass ich das erlebt habe. Ja, bringt das all das wieder auf? Oder sagen Sie, ja, jetzt ist es aber schon lange her, oder, ja, oder ist es immer noch präsent? Also, es gibt Sachen, die aus dieser Zeit immer noch da sind. Es gibt Sachen, die mich heute noch eigentlich, die ich nicht weggebracht habe. Zum Beispiel Angst. Ich konnte bis jetzt nie ohne Angst leben. Ich habe auch jetzt immer wieder Angstzustände. Und vor allem in der Nacht manchmal, dann stehe ich auf und ja, früher habe ich noch Zigaretten geraucht damit. Und jetzt stehe ich einfach auf und gehe über runter und gehe wieder ins Bett und dann schlafe ich wieder. Ich habe einfach immer probiert, mich von dieser ganzen Geschichte zu entfernen, wenn man das kann. Und das ist eigentlich schwierig, weil man ja immer wieder im Kopf ist ja das immer präsent. Und ein Stück weit ist das ja auch im Gemüt präsent, weil man ja, ich reagiere bei vielen Sachen anders als Leute, die das nicht erlebt haben. Mhm. Aber ich versuche das so klein wie möglich zu halten und so gut wie möglich zu beherrschen. Und vor allem denke ich, es ist sinnlos, wenn man immer die gleiche Geschichte wieder und wieder und wieder erzählt. Mhm. Ich habe das Thema vor Jahren abgeschlossen für mich. Ich versuche auf andere Art das zu kommunizieren, wie man heute so schön sagt. Aber entferne mich auch immer mehr von dem Thema. Ich werde jetzt im September dann 90, am 27. Und dann werde ich alle die, die mir geholfen haben, zu einem Fest einladen. Und das mache ich dann. Und es hat viele gegeben, die mir sehr beigestanden sind in meinem Leben, die auch unbewusst, ohne dass sie meine Vergangenheit gekannt haben, ohne dass sie gewusst haben, was ich alles gemacht habe, vor allem in meinen jungen Jahren, haben das Leute gewesen, die mir sehr nahe stehen. Hat es Krummen auch, hat es einige, die mir sehr nahe stehen. Und ich finde das gut, dass man so leben kann. Und auch
das Leben, das ich jetzt noch habe, dass ich noch mit lesen kann. Ich bin richtig ein Leseratte geworden jetzt. Ich kaufe immer wieder Bücher, jeden Monat mindestens zwei. Und vor allem kaufe ich historische Bücher. Und Sie haben mir auch gesagt, nur wie Sie vorher gesagt haben, von den Menschen, die Ihnen geholfen haben, schon in jungen Jahren, Ihre Frau. Ja. Und Sie haben ja... Sie leben immer noch zusammen mit Ihrer Frau, ja. immer noch glücklich. Ich glaube auch ganz bald schon einen grossen Hochzeitstag. Und glücklich leben wir zusammen, um das so zu sagen. Ist das Geheimnis auch gewesen, dass Sie die Zeiten haben können überleben, weitergehen und aus dem etwas machen, was Ihrer Jugend mit all diesen vielen Erlebnissen verdorben worden ist? Ist das Ihre Frau gewesen? Also es ist ein bisschen blöd, wenn ich sage, es war das grosse Los in meinem Leben, meine Frau. Meine Frau habe ich kennengelernt, eigentlich ganz zufällig. Das erste Mal hat sie mich zurückgewiesen. Ich bin mit drei Kollegen an einem Anlass zu Rütina, also vorher zu dann, da sind wir noch auf Rütina. Und dann habe ich meine Frau geholt zum Tanzen. Und dann war das ein Tango und eine gute Kapelle, die das gespielt hat. Und plötzlich ist sie stehen geblieben und hat gesagt zu mir, wenn sie nicht anständig tanzen können, dann kann ich jetzt absitzen. Im Übrigen haben sie einen ganz dreckigen Hemperkragen. Und das hat mich tief beeindruckt. Wir haben gerade gestern wieder darüber geredet. Hat mich tief beeindruckt. Und etwa anderthalb Monate später habe ich sie wieder gesehen. Und dann habe ich mich mit ihr verabredet. Und dann haben wir miteinander einen Spaziergang gemacht am Bechtelistag. Und dann haben wir gefunden, ja, jetzt. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr, sehr, auch in meinem Alter jetzt, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich diese Frau in meinem Leben getroffen habe. Die hat mir geholfen und die hat immer, immer zu mir gegeben. Wir haben nie irgendwelche Geschichten erlebt, wo man können sagen könnte, wir trennen uns oder so. Sie ist mir beigestanden. Sie ist eine ganz feine Frau. Was hat sie noch so für Schatten mitbekommen, die aus ihrer Jugend und aus ihrer schweren Jugend ja mitgekommen ist? Ja, was hat sie noch mitbekommen? Von mir bekommen? Aus dieser Zeit? Nein, das hat sie gar nicht von mir. Mhm. Aber natürlich hat sie dann auch Sachen erlebt mit mir, wo sie gesagt hat, das ist entsetzlich, was man da mit dir macht. Aber meine Frau hat jahrelang allein müssen ihre Geschwister durchschleichen, kann man sagen. Ihr Vater ist früh an Tuberkulose gestorben, er war Messingschweisser ohne Masken, oder? Hat er müssen schweissen und der Rauch hat ihm seine Lungen kaputt gemacht. Ihre Mutter ist schwer krank geworden und sie hat dann allein mit ihrem Bruder und den anderen zwei Schwestern dort gelebt und die hat sie dann müssen eigentlich erhalten. Sie hat hier in der Migro geschafft im Meilen und ich heute Morgen von Wolfhausen mit dem Postauto, also mit Rüriger Baumenbahn auf Meilen gefahren, oder? Und wenn man sie jetzt so gehört erzählen und da kann man eigentlich nur ganz gerührt zulassen. Das ist eine vergangene Zeit, das ist ein Erschwernis. Wenn Sie heute so die jungen Leute sehen, die jüngere Leute sehen, die Sorgen, die uns heute plagen, was ist da, wo Sie möchten uns mitgeben? Aus Ihrer Sicht, aufgrund der Erlebnisse, die Sie haben, was denken Sie, was fehlt in der heutigen Zeit vielleicht? Also, ich habe mir zwar jetzt angewöhnt, mich nicht mehr einzumischen. Ich habe gesagt, jetzt bin ich dann 90, jetzt mische ich mich nicht mehr ein. Ich würde einfach denken, dass man das rasende Tempo, das wir heute haben in der Gesellschaft, überall, dass man das einmal ein bisschen drosseln müsste. Ich rede nicht von der blühenden Wirtschaft, sondern ich rede vom Gesellschaftlichen. Das wird immer alles viel schneller, es wird alles immer viel oberflächlicher. Es wird alles immer einfach und gerade wieder vergessen und gerade wieder etwas Neues muss es sein. Und das finde ich, das Tempo müssen wir einmal ein bisschen drosseln. Und wenn ich heute nach Deutschland schaue, was sich dort abspielt, wenn ich in die Ukraine schaue, was sich dort abspielt, dann kommen bei mir aufgrund von dieser Lektüre, die ich jetzt jahrelang gelesen habe, ich lese alles historische Bücher, auch von der neueren Zeit, ich habe jetzt gerade wieder ein grosses Buch über Deutschland gelesen, dann kommen bei mir Zweifel, wie lange wir das noch aushalten, so. Also nicht mehr, sondern Gesellschaft, wie lange die europäische Gesellschaft das noch aushaltet, ohne dass es einen Krieg gibt. Ich sage Ihnen, ich habe mich entsetzt in letzter Zeit, wie manchmal, dass ich in den letzten 14 Tagen am Radio und am Fernseher das Wort Krieg gehört habe. Das hat mich entsetzt. Ich habe den Zweiten Weltkrieg noch in bester Erinnerung, weil ja ich da schon auf der Welt war
Und ich habe ja auch eigentlich dann miterlebt, was das für eine Katastrophe war. Und wenn ich denke, was der Zweite Weltkrieg, also meine, was das Deutsche Reich damalig, Nazi, was Nationalsozialismus, was für eine Katastrophe dass das war. Ich war in Auschwitz, ich war am Auschwitz-Prozess als Journalist. Ich habe einen Haufen Leute gekannt, die das noch erlebt haben. Und ich frage mich heute immer wieder, warum sind wir dann jetzt wieder in einem Zustand, wo da so etwas wieder passieren kann? Schauen Sie mal die populistischen Parteien überall, die jetzt wieder aus dem Boden schiessen. Also wenn man das so hört von Ihnen, würden Sie sagen, dass trotz den Problemen, die Sie in der Jugend hatten, am Schluss Sie eine gute Lebenszeit hatten in dem Land und ihren Tätigkeiten? Damit für mich? Ja, für Sie selber. Also dann kann ich nur sagen, mir ist es wunderbar gegangen. Aber ich musste es selber machen. Ich habe Sorbonne angefangen als Parteisekretär von der SP. Ich war 2 Jahre da gewesen, und dann hat mich ein Kollege mal mitgenommen auf Zürich. Und dann sind wir in der Blick-Redaktion gestanden. Und wo der mich gefragt hat, ob ich mitmachen will, habe ich sofort ja gesagt. Das war im 1962 gewesen. Und nachher war ich 8 Jahre beim Blick gewesen. Habe also eigentlich am Aufbau vom Blick noch Teil gehabt. Und darauf bin ich immer stolz gewesen. Und ich bin leidenschaftlich gern für den Blick geschafft. Und da hat man Sie ja dann auch gut kennengelernt mit Ihren Kommentaren. Und ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Sie da gewesen sind. Und bin sicher, dass das jetzt das letzte Mal ist. Und ich denke, Ihre mahnende Worte die werden wir sicher auch da in Erinnerung behalten. Besten Dank, Herr Honecker. Ja, Arthur Honecker, Sie sehen, er könnte noch viel erzählen. Wer sich näher für seine Erlebnisse in der Kindheit und Jugend interessiert, dem sei sein Buch «Die Fertigmacher» doch empfohlen.